Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zu einer neuen Folge von The House of Da Vinci, Folge 6. Wir sind immer noch am ersten Teil. Mein Gebot, gleich mal die Liste rausholen, war ja diese Folge quasi, diese Episode, Episode 1 nämlich, in 10 Teilen zu schaffen. Ja, das wäre jetzt dann der 6. Part. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, es wird ein bisschen schwieriger als vergleichbar mit The Room, dass ja ein Klacks für uns war. Das haben wir einfach zusammen gerockt wie nochmals. Jetzt rocken wir mal The House of Da Vinci und mal schauen, ob ich meine 10 Gebote schaffe oder mir irgendwas einfallen lassen muss. Let's fucking do this. Der House of Da Vinci. Krudes Spiel, ey. Krudes Spiel. So, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben hier diesen Widder. Dieses Widder-Ding. Ich zoome mal kurz raus. Was war denn da nochmal? Ach ja, wir haben ja hier das Feuer angezündet. Dass wir hier bei diesem Dingens da sind, um Dingens freizuschalten. An der Seite waren gewisse Dinge. Ich muss das mal ein bisschen so... Du darfst nicht... Ach Mann, echt! Sibi, jetzt fängst du auch damit an! Warum darf ich das nicht sagen? Und ich bin jeden Tag auf der Arbeit, während ich konzentriert arbeite, auf der Suche nach einem vergleichbaren Wort. Und ich komme nicht drauf. Wenn mein Lieblingspaulchen mich fragt, ja, hast du kein Synonym für dieses Wort? Du sagst das aktuell alle 2 Minuten. Es ist auch ein wunderschönes Wort. Ich weiß nicht, was ihr habt. Oh, Mann. Suspicious. Richtig suspicious. Ja, aber das hört sich nicht genauso gut an. Wolf, Timer bitte. Du weißt Bescheid. Ab 5 Minuten bin ich wieder frei. Nimm dir mir einfach mein Lieblingswort weg. So, Kopf des Ram... Ach, das ist ein Rambock. Kein Widder. Ist es nicht das gleiche Widder und Rambock? Großes Zahnrad. Oh Mann, ey, ich weiß doch gar nichts mehr. Wie war denn das nochmal? Läuft, sehr gut. Haben wir da irgendwas noch? Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir hier alles gemacht haben. Muss da noch irgendwas rein? Ja, eigentlich schon. Nee, da haben wir doch was rausgenommen, oder? Ich weiß ja nicht. Hier ist noch irgendetwas. Oder haben wir da schon was gemacht? Oh Mann, ich sehe es kommen. Das wird wieder eine verpeilte Show. Also, ein Widder, ein Rambock. Meistens kommt ja bei solchen Dingens da diese Ramböcke rein. Ja, wusste ich. Meistens haben die ja diese Katapulte, solche Ramböcke. Schön neischrauben. Ah. Aha, okay. Gravierter Metallgriff. Das haben wir also erledigt. Gravierter Metallgriff mit einem Zahnrad. Und hier auch nochmal. Etwas mit einem Zahnrad haben wir hier. Geh nochmal hier durch. Eine Woche ist es her. Nach einer Woche schiebe ich schon wieder gar nichts. Deswegen muss ich da echt mal kurz wieder alles durchgehen, was geht. Ich weiß, ich bin im Zeitmangel. Ach nee, das braucht man gar nicht mehr. Das ist einfach nur zum Ausrichten des Katapults gewesen. Okay. Gut. Ja, und dann? Wo haben wir da noch irgendwas? Das hatten wir auch schon. Das auch. Das war zum Rausschieben. Wahrscheinlich hier, aber wie kriegt man das auf?
Ich krieg das hin. Ich muss nur meine grauen Zellen. Es ist gar nicht so einfach, nach dem Hayabubu wieder Vollgas geben zu können. Vor allem das Internet. Oh Mann, Internet. Echt, hey. Es regnet doch gar nicht. Mach keine Faxen hier. Vielleicht kommt es. Ja. Ah, okay. Das passt hier rein. Okay. Aha. Oh, fängt's wieder an. Jetzt wird's wieder hier mit so bautechnischen Sachen hier. Kann man da ziehen? Ne, das müssen wir anzünden, glaube ich. Hier nichts, da nichts. Hier kann man irgendwas machen. Irgendwas rausholen. Zumindest. Das kann man doch drehen, bestimmt. Aha! Ein kleiner Schlüssel. Kann der was? Türen öffnen, schätze ich mal. Aber sonst bringt das Drehen hier auch nichts. Ein kleiner Schlüssel. Schneit es bei dir nicht? Hatte gedacht, ihr seid hoch genug da oben in Büchenbronn. Hat's heute schon geschneit. Nee, nee. Ich habe echt erwartet, wenn ich heimkomme, dass da ein bisschen Schnee liegt. Aber es ist komplett leer. Es hat ein bisschen gepisst. Aber Schnee, Fehlanzeige, noch nicht. Ich meine, es geht demnächst los wahrscheinlich. Dass du einfach so, zack, plötzlich alles nass und ekelhaft und weiß. So. Was kann das? Soll das hier auf Attacke oder was? Können wir das drehen? Ich benutze mal mein allsehendes Auge. Kann das irgendwie mir irgendwas preisgeben? Aha! Okay! Das muss ich mir jetzt merken. Also das geht, kann ich es jetzt bewegen. Ah, ich kann es jetzt schon bewegen. Das ist nice. Ich weiß gar nicht, wo die, Timer rum. Sehr gut. Endlich kann ich wieder coole Dinge sagen. Ich bin auf der Suche nach einem ähnlichen Wort. Gut, hat funktioniert. Einfach mal nachgebaut. Jo, das ist so eine Transformerburg. Und das ist keine Lunte gewesen, scheinbar. Können wir hier nochmal drehen? Nee. Und hier war irgendetwas, aber da brauchen wir etwas Viereckiges. Und einen Schlüssel. Und da. Aha, was ist das? Ich drück mal nein. Ich habe keine Ahnung, da könnte jetzt irgendwas Schreckliches passieren. Ich drück einfach mal rein. Gefährlich. Ein Klappmesser. Bloß nicht schneiden. Und jetzt haben wir ein Messer. Diese Logik. Nenn es doch Gleichmesser. Nee, ja gut, ein Klappmesser bleibt trotzdem ein Klappmesser. Auch wenn es aufklappt, ist es dann auf einmal nicht. Ist es ja dann kein Messer mehr. Muss man es wegschneiden, ja. Komm, Muss ich es extra rausfummeln auch noch? Die wollen ja, dass ich wirklich alles mache hier in diesem Game. Okay, Zahnräder. Das heißt, irgendwo müssen wir das hier reinmachen. So, jetzt kommt wirklich ein Transformer gleich raus. Nein, ein Vögelchen!
Gott, ich muss das in der richtigen Geschwindigkeit jetzt noch machen. Ist es dein Ernst? Wahrscheinlich, wenn ich ab und zu mal drauf tipp. Ah, fuck. Oh, schlecht. Ich habe die Maus verloren gerade. So. Silberne Taubenkurbel. Ja gut, wahrscheinlich hier rein. Wenn du gleich mit der Kamera gleich schon hineinfährst, brauche ich ja nicht groß denken. Oh, das ist so ein Zylinder wie bei The Room. Sechseckiger Block. Was kann der? Drehen können wir was? Das ist wie so ein Lippenstift für Golems. Jo, wie viel kommt da raus? Noch was? Da noch mehr? Hier. Sechseckiges Gewicht. Ach, das ist ein Gewicht. Ja, okay. Wenn du meinst. Das kommt wahrscheinlich hier dran. Weil ich ja geahnt habe, da muss er irgendwas runterziehen, damit hier die Tür aufgeht. Oh, dunkel, dunkel. Mag ich gar nicht. Ja, geh in die Dunkelheit rein. Wir müssen es wahrscheinlich wieder anzünden. Ich baller jetzt da einfach hin. Nehmen wir mal Maximum. Okay, wie zünde ich nochmal das Teil? Das war hier drehen. War ja klar, daneben. Ja, ein bisschen zurück. Neuer Versuch. Und zack. Fast. Alle guten Dinge sind drei. Ein klein wenig in die Richtung. Ich bin ja echt gespannt, ob da noch irgendwie so mehr Mystery-Zeugs kommt. Oh, Entschuldigung. Was? Wieder nicht? So oder wie jetzt? Ich meine, bei The Room war ja schon recht mysteryhaft. Mit den komischen Tentakeln und was weiß ich. Und hier haben wir irgendwelche Assassine. Wie, ich kann es nicht anzünden. Was ist dein Problem? Warum brennst du nicht? Aber da hinten ist Feuer. Aber da komme ich nicht hin. Nee, das ist es nicht. Und ich habe jetzt ja eigentlich ganz gut getroffen. Soll ich nochmal reingehen und wahrscheinlich... Ach so, das allsehende Auge nutzen. Ha ja. Geschmiedetes Metallornament. Haben wir das Zeichen irgendwo mal gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es doch nicht mehr. Vielleicht kommt es ja direkt. Nee, wäre auch zu einfach gewesen. Ein Metallornament. Können wir hier noch? Nee. Es sieht so aus, als könnte man da noch mehr machen. Wahrscheinlich muss da erstmal Licht rein. Metallornament. Sind wir vielleicht immer noch hier bei diesem kruden Gerät? Hier. Das hatten wir nämlich noch nicht. Ja, perfekt. Ach, das ist kein Schlüssel. Das ist wie so ein Schild. Oder? Ach, das ist zum Ziel. Zum Zielen gedacht?
So? Muss ich das doch? Es hat ja nichts gebracht. Das war ja nichts. Aber was bringt mir ein Zielteil, wenn ich trotzdem immer überlegen muss, wohin? Aber irgendwie hier in dieser Range muss ich irgendwas anzündeln. Ich zünde ja gerne. Ich bin jetzt... Ich mag... Also Feuerwerkskörper ist jetzt nicht so meins. Ich mag auch keine Böller oder so. Aber ich bin ja schon so ein kleiner Pyromane. Warte, da zeigt es auch irgendwas an. Aha! Ein kleinen Weng. Das war zu viel Weng. Mehr Tau. So. Das ist perfekt. Das muss jetzt gelingen hier. Zehn Folgen, wir sind jetzt schon bei Folge 6, das kannst du ja sowas von knicken. Ach, da hinten! Meine Güte! Holzsoldaten. Aha. Was ist das? Altertümliches Fernsehen, oder wie? Da Vinci war schon ein schlaues Köpfchen. Fast in 3D. Das sagt uns auch nichts. Allsehende Auge sagt... Oh, doch. Aha. Wir müssen die also in diese Position bringen. Schätze ich mal. Also drehen wir mal. Aber wenn ich es eine bewege, bewegt sich das andere auch. Wahrscheinlich muss ich die ein bisschen... Wo ist die andere Figur? Wo ist die andere Figur? Ist das die Figur? Ich spiele einfach mal hier ein bisschen rum. Ich muss es ja einfach nur in der richtigen Position bringen. So in etwa. Irgendwie fühlt sich das falsch an. Vor allem das Drehen nervt mich so langsam ein bisschen. Das fühlt sich so unrund an. Was bringt das eine? Mein Tablet ist eben einfach ausgegangen. Was habe ich verpasst? Viele krude Dinge vor allem. Und die Tatsache, dass ich das hier nicht peile. Ah!
Ja gut, hat funktioniert. Einfach rumdrücken. Komische Holzsoldaten sind plötzlich aufgetaucht. Aber wirklich Sinn macht das hier nicht. By the way, falls es euch nicht aufgefallen ist, den Screen habe ich ein bisschen. Danke für dein Achievement. Den Screen, diesen Webcam-Screen hier, da alles hier, den habe ich ein bisschen vergrößert, da ich ein bisschen Feedback bekommen habe. Außerhalb, dass das Fenster ein bisschen so klein wirkt. Ich habe mal mein Maximales getan und einfach diesen Screen ein bisschen größer gemacht. Und mal gucken, ob das vielleicht ausreicht. Wenn nicht, muss ich mir überlegen, das vielleicht doch ein bisschen größer machen. Ich habe immer Angst, dass es ein bisschen den Rahmen sprengt. Das Layout, man möchte ja auch irgendwas vom Gameplay sehen. Aber so ist es, glaube ich, ganz perfekt. Was meint ihr so? Also haben wir hier wieder einen neuen Bereich und natürlich wieder eine neue Nachricht, die wir uns zu Gemüte tun. Wenn du diesen Brief liest, haben die Umstände es nicht erlaubt, dass ich zur Werkstatt zurückkehre und dass sich meine Befürchtungen bestätigt haben. Nicht nur meine letzte Arbeit, sondern auch das ganze Wissen, das im Laufe meines Lebens erworben habe, ist in Gefahr. Aber du musst weitermachen. Ich flehe dich an, jetzt nicht zu gehen. Doch, ich gehe jetzt. Ich habe Hunger, ich muss zur Subway. So ein richtig geiles Sandwich mir gönnen. Folge den Zeichen und Spuren, die ich dir hinterlassen habe. Hoppala. Zeichen und Spuren. Da muss ich bei der Arbeit an die Toilette denken. Ja, warum denke ich da an die Toilette? An jeder Toilettentür hängt eine Nachricht. Also wir hatten Pizza. Och geil, Pizza. Wieder selbst gemacht wahrscheinlich. Hängt an der Toilettentür. Wie war das? Jeder Mann kann Spuren hinterlassen. Ob bei der Arbeit, im Leben... Oder irgendwas noch sonst, bla bla bla. Komma, aber nicht in der Toilette. Da hat sich jemand echt einen Witz erlaubt. Natürlich self-made. Ja, was anderes hätte ich auch gar nicht erwartet. Natürlich self-made. Also hier haben wir auch nichts. Aber hier. Okay. Was kann das? Oh, das ist das typische Da Vinci-Bild. Kennt man. Ein Kelch. Das heißt, du hast Besuch heute. Ich habe deinen Besuch noch gar nicht begrüßt. Guten Abend, Andrea. Schön, dass du teilweise quasi ja auch dabei bist. Schön, dass du dir dieses Chaos mit uns antust. Oh nein, nicht... Oh nein, das fliegt jetzt runter. Das ist doch... Jetzt ist... Für was? Für was haben wir das jetzt gemacht? Nur, dass jetzt dieser Kelch auf den Boden fliegt und in tausend Trümmern zerdeppert. Sie geht gerade. Dann schönen Abend, Andrea. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Da kann auch irgendetwas. Also irgendwie... Das nicht. Das nicht. Ah. Gut. So funktioniert das. Jetzt ist hier Licht. Okay, können wir jetzt runter? Mr. Eisenfaust. Oh! Oh nein! Schnell runter! Die Assassinen kommen! Ach, halt Stein, Schalosch! Die kruden Assassinen vor allem. Die kruden. Nicht normale Assassinen, das sind krude Assassine. Das sind harter Tobak. Komm mit zu suspicious Dingen um die Ecke. Ich bin in Meister Leonardos Garten. Es ist sehr vorsichtig. Er ist sehr vorsichtig, verdammt nochmal. Also könnte dieser Ort voller Überraschung sein. Überraschung. Ü-Eier versteckt hier. Wir haben noch nicht Ostern. Wir haben jetzt erstmal Winter. Kann ich gar nicht gebrauchen. Nee, ich bin echt nicht so ein Wintermensch. Mag ich nicht. Ich mag keinen Schnee, ich mag kein Weihnachten. Ich bin so ein richtiger Grinch. Das Einzige, was ich an Weihnachten mag, ist Glühwein.
Will jeden Tag nur Glühwein trinken. So. Die sehen mal gar nicht nett aus. Hier kommt etwas mit zwei Stiften rein. Okay. Dann lässt er wahrscheinlich aus der Hand irgendwas fallen. Dann haben wir hier. Können wir das drehen? Nee, bewegen können wir es nicht. Im Gesicht können wir auch nichts machen. Können wir hier was machen? Hier können wir drehen. Aber mehr auch nicht. Tolle Karte. Da unten habe ich was gesehen. Aber hier. Norman Ely. Da fehlt ein Wort, das wir unten einfügen müssen. Da können wir nichts machen. Aber hier. Oh Gott, da brauche ich jetzt die Kombination. Die ich natürlich auch weiß. Nämlich gar nicht. Oh, hier können wir was. Was ist das? Faltbarer Holzgriff. Ein faltbarer Holzgriff. Okay. Aber da fehlt noch scheinbar irgendetwas. Also wir können es immer noch hier drehen, aber momentan hat es keine Bewandtnis. Wir müssen hier etwas einführen. Und hier fehlt uns natürlich... Oh Mann, diese Statue macht mich verrückt. Können wir da hochkommen? Du hast doch extra Treppen da designt oder gebaut. Dann möchte ich auch da hochlaufen können. Aber scheinbar hast du es mir nicht vorgesehen, hier ein bisschen rumschlendern zu lassen. Um Feuer? Nee. Wir haben ja gerade momentan nichts, was wir da einführen können. Liegt vielleicht irgendwas auf dem Boden? War der unachtsame Humboldt hier unterwegs? Und hat Dinge fallen gelassen? Nee, aber so ein bisschen noch mehr Licht wäre auch nicht schlecht. Hast du deine Fackel nicht mit runtergenommen, Udo? Guck mal, da ist doch ein Tor. Geh doch mal dahin. Inspiziere mal diese Gegend. Sei doch nicht so faul. Gib eh kein Zurück mehr. Also wir müssen irgendwas mit dem kombinieren. Ja, das ist ja klar. Das ist ein Holzgriff, da fehlt aber noch etwas. Also müssen wir hier irgendwie... An der Sense? Warum können wir hier an die Sense ran? Das heißt, da fehlt noch irgendwas. Müssen wir an der... Metallwerkzeug. Und das können wir wahrscheinlich mit da verbinden. Das ist ein Schraubenzieher. Vor allem, es heißt Schraubendreher. Du ziehst ja keine Schraube raus, sondern du drehst sie raus. Guck, knapp. Haarscharf an deinem Gesicht vorbeigerutscht. Ein seltsamer Schlüssel. Ich schätze mal, der kommt hier oben. Oben, nein. Oder aber... Aber du ziehst die Schrauben an. Kein Mensch sagt ernsthaft Schraubendreher. Ich sag Schraubendreher. Ja. Ja, okay, du schraubst sie an, gebe ich dir vollkommen recht. Du ziehst sie an, meine ich. Gott, du ziehst mich aus mit deinen Wörtern hier. So. Willst du nicht in Form bleiben? Ach so. Kleiner, fertiger Schlüssel. Ich habe nicht zu Ende gedacht. So, da ist der Rest. Gegenstand gefunden. Zylinder mit drehbaren Buchstaben. So. Sind wir gut in Latein? Ich nämlich nicht.
Wir haben auch nirgends einen Hinweis darauf, wie das letzte Wort sein könnte, wenn wir uns mal das angucken können. Das kommt wahrscheinlich in welche Richtung rein? Das kommt wahrscheinlich so rein. Ah, ich kann es doch nicht drehen. Muss ich es wahrscheinlich gleich einfügen? Ja. Ah, so kommt es rein. Okay. Vielleicht Mob. Mods. Nee. Nee, Mods bestimmt nicht. Okay, was? Vielleicht mit T? Torque? Vielleicht doch mit Q? Kotz? Gott, mir kotzt übel. Kors? Quark? Quarp? Mo? Oder sind das Zahlen? M5? Mors? Mors, sagst du? Mors, ja, gut. Das ist ja echt bei mir Trial Error, aber gerade mit Latein, da habe ich keine Ahnung von. Ich kenne nur meine fachspezifischen lateinischen oder eher griechischen Begriffe in der Medizin. Mors. Gut, hätte ich mir gleich decken können. Ja, der hat eine Sense. Natürlich ist es der Tod. Ah, und hier haben wir die Zeichen. Kreuz, Kreuz, 3, 2, 1, Kreuz. Aber erstmal Werbung und dann schauen wir weiter. Vielleicht passiert ja noch irgendwas mal. Bis gleich. Ich bin am Rumrätseln. Ich habe ja, wie gesagt, drei neue Highlights hinzugefügt, die irgendwie nicht auftauchen. Jedes Mal denke ich so, oh, gleich kommt bestimmt wieder mal was Neues. Gleich kommt was. Und es kommt einfach nicht. Aber es ist nicht falsch angelegt. Es ist im Ordner drin, ein Ordner ist definiert worden und alles, was in dem Ordner ist, soll abgespielt werden. Ich gucke, dass ich morgen wieder ein paar mehr mache. Morgen bin ich auf einer Geburtstagsfeier. Aber gut, morgen ist ja sowieso Streamfeiertag, aber trotzdem, tagsüber kann ich vielleicht ein bisschen was machen. Neben meinem Handwerk. Und dann sind vielleicht ein paar mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass mal neue gezogen werden, ist dann größer. Aber trotzdem, es kann doch nicht sein, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass immer noch nach drei neuen hinzugefügten Highlights immer noch kein einziges neues aufgetaucht ist. Schauen wir mal. Was war's? Den Code haben wir jetzt. Den Da Vinci Code. Das war XX. War es richtig? Oder? Hä? Ach so. Ach so, X heißt nicht. Nada, niente. So, nämlich. Jo, mach nicht so Krach hier. Die Nachbarn denken sich, oh Mann, wieder dieser Da Vinci. Um die Uhrzeit Krach machen. Kommt der Stock hier rein? Nee. Sagt das allsehende Auge irgendwas? Auch nicht. Da muss irgendwas in die Schweinchennase rein. Nee, da ist nix. Jetzt haben wir so ein Prügel noch. Und ich weiß immer noch nicht, wo der Prügel hinkommt. Oh. Aha. Der Sensengriff. Ja, und das Zeichen kennen wir ja. Hier vorne. Dieser Stern, der kommt hier rein. Der kommt da rein. Oder, nee, kombinieren müssen wir nicht. Wie habe ich das gemacht? Ah. Ja, muss man den halt erstmal noch aufhalten.
Der passt ja so nicht rein. Viel zu kompliziert, um eine Tür zu öffnen. Holzschaft. Dann kommt der Holzschaft wahrscheinlich da. Ah ja, hier haben wir Schweinchen. Nee. Das ist kein Schweinchennase. Aber trotzdem kommt der irgendwo wahrscheinlich hier. Nein? Kombinieren können wir auch nicht. Nee. Müssen wir da. Nee, da können wir auch nichts mehr drehen. Hier ist auch erledigt. Mr. Sandman, give me a dream. Bam, 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 bam. Ist auch nix. Da nicht. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Da ist doch was. Aha. Verzierter Griff. Da haben wir doch Schweinchensnase. Das kommt jetzt hier rein. In the nose rein. Wow. Und das hast du nicht mit deinen zwei Fingern machen können. Man hätte deine zwei Finger hineinstecken können und dann hättest du drehen können. Das ist ein bisschen schmerzhaft, aber hätte auch funktioniert. Bin ich mir ganz sicher. Das kommt hier rein. Und das da kommt wahrscheinlich. Das. Ah, hier, hier. Ja, ja, ja. Ich weiß schon. Eine Ansammlung von Zahnrädern. Ich hab's doch schon gesehen. Der Holzschaft ist nicht sicher. Der Mutter ist nicht sicher. Ich wusste, da kam noch. Da kommt noch was raus. Ich wusste es. Irgendeine Schallblättenkäse. Verzierte Scheibe. Was kann die so? Wenn die viele Verzierungen hat, die kann man schön bei eBay verkaufen. Da müssen wir irgendwie was drehen. Ich schätze mal, die kommt hier einfach hier so reingebamst. War klar. So, und jetzt hier irgendwie. Nee, wahrscheinlich brauchen wir da das allsehende Auge. Hab's gewusst. Wahrscheinlich müssen alle Formen gleich sein. Dingensbums, Stern und Viereck. Aber es gibt keinen Kreis. Wisst ihr, ich habe manchmal Angst, komische Dinge zu sagen, blöde Dinge zu sagen und dann fühle ich schon Krauts Nackenschelle auf meinem Nacken schweben. Dieses gleiche Gefühl habe ich jetzt in einer anderen Situation. Ich fühle jetzt auf der anderen Seite Kimsches Nackenschelle an meinem Nacken schweben, weil ich das jetzt gar nicht. Wahrscheinlich schreit sie jetzt in ihrem Wohnzimmer. Nein, das musst du doch anders machen. Das ist doch ganz klar. Und ich spüre schon, wie ich Panik bekomme, dass ich es nicht in der Geschwindigkeit schaffe, wie sie es schon tausende Jahre zuvor schon gelöst hat. Ist es so, Kimsche? Ist es so? Ich krieg das hin, glaub mir. Ich sehe jetzt da nur keine Logik. Zum Glück habe ich eben nicht zugeguckt. Zum Glück. Haben nochmal Glück gehabt. Ist besser so. Es ist gut, wenn sie mir zuhört. Aber wenn sie zuschaut, dann kriegt sie schnell Panik. Ich seh da wirklich kein System. Aber ich möchte alleine drauf kommen. Da ist ein System drin. Wo ist da ein System?
wahrscheinlich das ist diese einen Aufgaben, die man bei IQ-Tests kennt. Finde die Gemeinsamkeiten. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich muss immer zählen. Ein Sechseck, ein durchgestrichenes Viereck und ein Kreis. Hier haben wir keinen Kreis. Aber was heißt, wenn wir keinen Kreis haben? Ach! Da kann man ja auch drehen. Wow! Jetzt schiebe ich erst recht nichts. Aber ich schätze mal, das bedeutet... Stimmt, wir können die hier so... Ich schätze mal, wir müssen diese drei... Diese drei sind unsere Hauptfiguren. Gott, mein Hirn arbeitet so langsam gerade. Oh Gott! Was? Wir müssen es jetzt hinbekommen, wahrscheinlich das alles nur einmal, so Sudoku-mäßig. Och, ich hasse Sudoku. Das macht zum Beispiel gar keinen Sinn. Deswegen muss es wahrscheinlich... Oder müssen wir alle Kreise zusammenbringen? Beziehungsweise alle Vierecke. So. Ah! Ach, was? Wie? Scheißegal, Tür ist auf. Ich verstehe es nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Folge beenden. Und dann geht's aber direkt weiter. In New Episode. Krude. Wie immer bei The House of Da Vinci. Ich schieb schon wieder nur 20% der ganzen Chose hier. Aber immerhin kommen wir weiter. Und das ist die Hauptsache. Drei Folgen noch. Aber ich bezweifle, dass ich mein Gebot einhalten kann. Dreck. So ein Dreck. Aber wir schauen mal. Vielleicht... Kommt ja da irgendwie doch der Schlaufuchs noch in mir raus. Und das, wir machen sowas von Pastime einfach mal das Spiel durch. Vielleicht doch in 10 Folgen. Wir schauen einfach mal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ich hoffe, euch gefällt das, was ich hier eigentlich tue. Hier den ganzen Schwachsinnstalk und was weiß ich. Schön auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Euer Alan Fox. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.